Zeit für Veränderungen. Tadam! Ich muss es euch gestehen, mein Arbeitsplatz ist eine Katastrophe. Zwei Computer, ein Windows-PC und ein Mac, als würde ich hier ein NASA-Kontrollzentrum betreiben. Zwei Monitore, zwei Tastaturen, eine Maus, zwei Grafiktabletts, zwei kreative Konsolen, ein Mikrofon und der Rest, sagen wir einfach, kreatives Chaos in seiner reinsten Form. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Schreibtisch entwickelt ein Eigenleben und plant heimlich eine Rebellion. Aber das Haus ist nicht mein größtes Problem. Meine Computer kommen einfach nicht mehr hinterher. Photoshop läuft zwar noch, aber bei der Videobearbeitung, da fühlt es sich manchmal an, als würde mein PC sich erstmal einen Kaffee holen, bevor er loslegt. Das macht mich einfach wahnsinnig. Hört ihr das? Was ist das? Hä? Jetzt weiß ich wieder. Fast vergessen. In diesem Video gibt es auch eine Verlosung. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, damit ihr nichts verpasst. Aber zurück zu meinem Arbeitsplatz. Um endlich effizienter arbeiten zu können, habe ich mir einen neuen Mac Mini gegönnt. Damit will ich jetzt meinen Arbeitsplatz komplett neu organisieren und nur noch die Geräte behalten, die wirklich einen festen Platz verdienen. Fangen wir also an und packen den Mac Mini aus. Schaut nur, er ist so kompakt, aber ich hoffe, dass er mir trotzdem die Power liefert, die ich brauche. Nun fangen wir mit dem Monitor an. Ich nutze einen Bank-Monitor, der speziell für Fotografen gemacht ist. 27 Zoll groß mit einer Farbgenauigkeit von 99% Adobe RGB. Das ist enorm wichtig, wenn man Bilder bearbeitet. Was für mich auch entscheidend ist, man kann den Monitor kalibrieren. Das heißt, die Farben auf dem Bildschirm stimmen mit den tatsächlichen Farben überein. Für die Kalibrierung nutze ich, Sekunde, den Spider von Data Color. Der ist leicht zu bedienen und macht genau das, was er soll. Und weil ich gerne flexibel arbeite, habe ich den Monitor auf einer Halterung. So kann ich ihn in die perfekte Position bringen, egal ob ich sitze, stehe oder mal zwischendurch die Perspektive ändere. Das macht den Arbeitsplatz nicht nur praktisch, sondern auch ergonomischer. Das Wort wollte ich schon immer sagen. Übrigens, alle Links zu den Geräten, die ich in diesem Video zeige, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Als ich dieses Video gedreht habe, dachte ich übrigens noch, dass es ein Monitor völlig ausreicht. Doch weit gefehlt, ich brauche doch mehr. Schnell wurde klar, dass ich einen zweiten brauche, also habe ich mir noch einen weiteren Monitor und eine passende Halterung für zwei Monitore bestellt. Meine Tastatur und Maus sind von Logitech und für mich gibt es da keine bessere Wahl. Wenn ich mir eine Tastatur oder Maus kaufe, dann nur von Logitech. Warum? Weil die Qualität einfach überzeugt. Klar, Logitech ist nicht die günstigste Marke, aber dafür weiß ich, dass ich mir die nächsten 20 Jahre keine Gedanken um eine neue Tastatur machen muss. Und am Ende spart das nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Nerven. Was mir besonders wichtig ist, beide sind unglaublich bequem zu nutzen, selbst wenn ich stundenlang daran arbeite und genau das brauche ich für meinen Alltag. Und wenn wir schon bei Logitech sind, darf die Logitech Kreativkonsole nicht fehlen. Ich habe euch in diesem Video schon ein bisschen darüber erzählt. Sie ist ein echter Helfer in meinem Workflow. Und jetzt das Beste. Ich verlose heute genau so eine Konsole. Was müsst ihr tun, um teilzunehmen? Ganz einfach. Abonniert meinen Kanal.
gib diesem Video ein Like und schreib das Wort Logitech in die Kommentare. Den Gewinner werde ich nächste Woche bekannt geben, also bleibt gespannt. Wenn ihr schon länger meinen Kanal verfolgt, kennt ihr bestimmt mein treues Grafiktablett, das Wacom Intuos Pro. Für mich ist es das beste Grafiktablett überhaupt. Durch meine Arbeit bekomme ich oft verschiedene Grafiktabletts zum Testen und glaub mir, sie stapeln sich regelrecht in meinem Office. Aber bisher hat mich keins so überzeugt wie Wacom. Es ist einfach zu installieren, super leicht zu bedienen und extrem langlebig. Ich benutze mein aktuelles Wacom Intuos Pro jetzt schon seit über 5 Jahren. Ja, 5 Jahren. Mein vorheriges Modell habe ich sogar 10 Jahre genutzt und es hätte bestimmt noch weitere 20 gehalten. Ich habe nur gewechselt, weil ich unbedingt auf ein kabelloses Grafiktablett umsteigen wollte. Wacom-Tabletts halten einfach ewig. Für unterwegs nehme ich übrigens das Wacom Intuos Small. Es ist leicht, handlich und lässt sich sogar per Bluetooth mit dem Laptop oder Computer verbinden. Und das Beste, es ist echt günstig, oft schon ab 70 Euro zu haben. Den Link zu einem aktuellen Angebot habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Die Qualität ist genauso gut wie bei den größeren Modellen, also eine echte Empfehlung, wenn ihr mobil arbeiten wollt. Noch ein kleiner Tipp. Wenn ich lange retuschiere, trage ich einen Zeichenhandschuh. Vielleicht kennt ihr das schon, aber ich finde es einfach viel angenehmer, vor allem bei längeren Sitzungen. Ich habe ein paar davon und möchte sie nicht mehr missen. Übrigens, ich habe eine Liste mit allen Grafiktabletts erstellt, die ich euch empfehlen kann. Da ist für jedes Budget etwas dabei, von 30 Euro bis 2000 Euro. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und falls ihr mehr über die Nutzung eines Wacom-Grafiktabletts erfahren wollt, in diesem Video erkläre ich, wie ich damit arbeite. Was für mich auch unverzichtbar ist, eine externe Festplatte, um meine Projekte zu bespeichern. Seit 3 Jahren nutze ich die WD MineBook mit 12 Terabyte Speicherplatz und habe direkt 2 davon. Eine ist für meine Projekte und die andere nutze ich als Backup. Warum 2? Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Vor ein paar Jahren ist mir eine Festplatte kaputt gegangen mit allen wichtigen Dateien darauf. Das war eine echte Katastrophe und ich bin mir sicher, dass einige von euch so etwas auch schon erlebt haben. Seitdem mache ich immer ein Backup. Das erspart mir jede Menge Stress, falls mal wieder etwas schief geht. Jetzt sind wir bei den Gadgets, die ich für Video und Fotografie nutze. Meine Kamera ist die Sony Alpha 7 III und ich liebe sie einfach. Sie ist klein, leicht und liefert richtig gute Aufnahmen, sowohl für Fotos als auch für Videos. Diese Kamera kann ich jedem empfehlen. Es gibt mittlerweile auch einen Nachfolger, die Sony Alpha 7 IV. Aber die Unterschiede zu 7 III sind noch nicht groß genug, um mich zu einem Wechsel zu bewegen. Ich warte lieber auf die nächste Generation. Kommen wir zu meinen Lieblingsobjektiven. Das erste ist das 50mm Objektiv, ein Standardobjektiv, das preislich eher günstig ist. Aber glaub mir, ich nutze es fast jeden Tag. Es ist super vielseitig und mein absoluter Favorit. Das zweite ist das 24-70mm Objektiv, ein Klassiker. Ich denke, fast jeder, der in diesem Bereich arbeitet, hat dieses Objektiv in seiner Kollektion. Es ist perfekt, wenn man flexibel zwischen verschiedenen Zoomstufen wechseln möchte, ohne ständig das Objektiv zu tauschen. Ich nutze es oft bei meinen Videodrehs. Allerdings ist das 24-70mm ziemlich teuer. Wenn ihr nach einer günstigeren Alternative sucht, kann ich euch das 24-70mm Objektiv von Sigma empfehlen. Es kostet fast 1500 weniger als das Original, liefert aber eine genauso gute Qualität. Auch der Autofokus funktioniert einwandfrei.
In der Videobeschreibung habe ich euch die Links zu den Objektiven eingefügt, sowohl für Sony als auch für Canon. Natürlich habe ich noch mehr Objektive in meiner Sammlung, aber diese zwei nutze ich wirklich täglich. Zum Schluss möchte ich noch über die Filter sprechen, die ich täglich nutze. Einen ND-Filter und einen Mist-Filter. Die Variable ND-Filter, Neutraldichte-Filter, ist wie eine Sonnenbrille für die Kamera. Er reduziert die Menge an Licht, die auf den Sensor fällt, ohne die Farben zu verändern. Das ist besonders praktisch, wenn man draußen bei hellem Tageslicht filmt oder fotografiert und trotzdem mit einer offenen Blende arbeiten möchte, um den Hintergrund schön unscharf zu machen. Der Mistfilter hingegen sorgt für einen weichen, fast schon filmischen Look. Er dämmt harte Highlights, das könnt ihr hier sehen, und verleiht den Aufnahmen eine leichte, dezente Glätte. Das macht das Bild etwas atmosphärischer und verleiht dem Aufnahmen einen professionellen, cineastischen Touch. Beide Filter sind für mich unverzichtbar, den ND-Filter für Kontrolle über Licht und der Mistfilter für diesen schönen, kreativen Effekt. Für meine Film- und Fotoprojekte habe ich natürlich noch viele weitere Gadgets. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich dazu ein eigenes Video. In der Zwischenzeit könnt ihr euch mein Video zur Monitorkalibrierung oder meine Tipps zur Einrichtung eines Vakuums-Grafiktabletts anschauen. Bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal.